100.000 Abonnenten sind erreicht. Als Dankeschön dafür gibt es den Moto-Advent vom 1. bis zum 24. Dezember. Jeden Tag ein Gewinnspiel und jeden Tag ein Video. Heute einer der Hauptpreise, die Brixton Crossfire XS. Wie könnt ihr sie gewinnen? Und vor allem alle Neuheiten von Brixton für 2021, das und mehr nach dem Intro. Ja, Freunde, heute der zweite Hauptpreis, die Crossfire Brixton XS. Ich liefere die euch vor die Haustüre, wenn ihr sie gewinnt. Bleibt dran, am Ende des Videos erfahrt ihr dann, wie ihr mitmachen könnt. Und wir sprechen aber zuerst über alle Neuheiten, denn Brixton hat da auch einiges vorbereitet für uns. Einiges Überraschendes für mich, einige Punkte, die ein bisschen schade sind. Aber ich hätte gesagt, wir starten mal mit dem Hauptpunkt. Natürlich muss sich auch Brixton mit der Euronorm beschäftigen. Daher werden alle Modelle auf Euro 5 geupdatet, beziehungsweise sind alle Modelle auf Euro 5 geupdatet worden. Im Zuge dieser Umstellung auf Euro 5 hat sich Brixton gedacht, okay, wir tun dann auch bei dem ein oder anderen Motorrad nochmal ein Facelift machen, nochmal Kleinigkeiten anpassen, ein paar andere Farben vielleicht reinbringen und einfach mal so ein grundlegendes kleines Update herausbringen, bevor die nächsten großen Updates kommen. Denn da werde ich auch am Ende des Videos noch ein bisschen zu sprechen kommen. Ich habe auf jeden Fall bei Brixton nachgefragt, was sie verändert haben und ich zeige euch jetzt auch immer dazu das passende Bild. Also los geht's. Grundsätzlich hat die Brixton Cronwell 125, die Sunra 125 und die Cronwell 250 Änderungen an dem Frontscheinwerfer bekommen, Änderungen an der Hupenposition und Änderungen an dem Tankdesign. Die Felsberg 125 hat auch eine Änderung bekommen, die Hupenposition wurde angepasst und das Tankdesign wurde angepasst. Die Cronwell 125 gibt es nun in neuen Farben, einmal in schwarz-braun und einmal in grau. Die Sunra 125 gibt es nun in Silber und Schwarz. Rot, Silber fallen leider weg. Ich muss aber sagen, das Silber-Schwarz finde ich gar nicht mal so schlecht. Es ist vielleicht ein bisschen weniger aufregend als das vorherige Design, aber viele von euch da draußen werden das, glaube ich, auch noch mögen. Die neuesten Brixton-Modelle, die Felsberg 125 XC, die Ray-Ban 125 und die Crossfire 125 XS sowie die Crossfire 500X bleiben unverändert, aber, das bringt mich auch zum Thema, hinter uns steht nicht die Crossfire XS. 125 Kubik Moped, wir haben es für euch sogar schon getestet. Wir waren, glaube ich, europaweit auch die allerersten, die das Motorrad getestet haben. Ihr könnt einfach auf das i klicken, dann kommt ihr zu dem Testbericht. Und ich muss sagen, mich hat das Motorrad überrascht. Für 2000 Euro gehört nämlich dieses Eisen da hinten euch. Das kann man auf einem Camper schnallen, mit dem kann man im Urlaub dann mal dummduckern am Campingplatz oder beim Zelteln oder auch auf der Rennstrecke in Renntransporte mit eingeworfen. Für 2000 Euro ist nicht viel verloren und ich muss ehrlich gestehen, er hat mir die Farbwahl gegeben zwischen Schwarz und diesem Tarnfarbenen, was wir hinter uns haben. Und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte die Tarnfarbene haben und da haben sie die extra sozusagen eingeliefert für uns. Und jetzt haben wir die Tarnfarbene, die wir euch verlosen können. Wie ihr dazu kommt, kommen wir gleich noch dazu. Wichtig für euch, das kommende Jahr ist das Crossfire-Jahr. Sie haben ja die 500er Crossfire und die XS haben sie herausgebracht dieses Jahr. Und die 500er ist ein Wahnsinnseisen für das Geld, eigentlich schon echt zu günstig. Haben wir auch getestet, auch ein Video hier auf TomTour. Und die kommt im kommenden Jahr sozusagen in großer Stückzahl verfügbar für euch. Und auch die kleinere Crossfire sollte im kommenden Jahr für euch in größeren Stückzahlen zur Verfügung stehen und das solltet ihr euch kaufen können. Sad Fact, sage ich mal, die großen Kubaturen, also das über 500 Kubik, auf das werden wir wohl noch ein Jahr warten. Ich schätze mal, dass wir da Ende 2021 mehr sehen werden. Genauso wie die Update auf 15 PS Motoren, auf wassergekühlte, ich schätze auch das wird bis Ende 2021 auf uns warten lassen, wobei man da sagen muss, wenn die 125er 15 PS bekommen, dann werden sie auch etwas teurer werden und werden nicht mehr zu diesem extrem attraktiven Preis angeboten. Vermute ich mal, ist jetzt einfach mal in den Raum gestellt. Auf jeden Fall hat Brixton ein super Lineup für alle 125er und A2 Fahrer. Ich muss gestehen, dass mir die 125er am meisten taugen und vor allem wie viele von denen schon herumfahren. Ein unfassbare Stückzahl und vor allem auch der Ersatz der Lage bei KSR, die die Brixton sozusagen entwickeln in Krems übrigens, also in einer österreichischen Bude werden die Motorräder entwickelt und sie werden halt in China produziert, aber das ist eh wie bei fast allen Motorrädern heutzutage schon so. Und die entwickeln die nämlich in Krems und da war ich auch schon ein paar Mal, haben wir das Lager schon mal angeschaut, also die haben alle Ersatzteile für euch verfügbar und wenn da mal was kaputt ist,
geht da auch der Reparaturservice schnell für euch. 2 Jahre Garantie ist sowieso auf eure Motorräder drauf. Das heißt, auch durch diesen günstigen Preis habt ihr nicht die Gefahr, dass ihr auf einmal zum Stehen kommt und nicht mehr weiterkommt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich finde es ziemlich cool, was Brixton in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat. Erst das 125er Portfolio groß aufgestellt, viele Retro-Bikes, auch dieses Jahr nochmal ein paar optische Veränderungen, alles auf Euro 5 geupdatet und gleichzeitig haben sie dieses Jahr noch die große Crossfire rausgebracht. Die ist A2 tauglich und kann jeder bewegen und macht einen Heidenspaß für relativ wenig Geld. Das finde ich sehr praktisch. Und natürlich als Österreicher muss ich das auch herausheben. Brixton, eine österreichische Marke, direkt von KSR aus Krems. Das stalkt man natürlich auch. Wenn auch die Motorräder ganz klar in China produziert werden, aber da muss man auch ehrlich sagen, das passiert bei den meisten, dass die Motorräder im Ausland produziert werden. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnt ihr die Brixton Crossfire XS gewinnen? Grundsätzlich mal, ihr müsst einen Kommentar vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember unter eines der Advent-Videos schreiben. Grundsätzlich mal. Dann seid ihr schon an der Verlosung dabei. Am Ende der 24 Tage werden wir per Zufall 2 Videos auswählen und per Zufall unter jedem dieser Videos einen Kommentar auswählen. Der eine Kommentar gewinnt die Crossfire XS und der andere Kommentar gewinnt die Bestia Online. Genaue Teilnahmebedingungen findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Wichtig für euch, ihr müsst uns auf Instagram folgen, damit ihr nicht verpasst, wann wir die Gewinnspielauflösung machen, denn ihr habt nur 48 Stunden Zeit nach der Story, um euch bei uns zu melden, sonst geht die Verlosung nicht weiter. Nun, wie habt ihr jetzt die größte Gewinnchance? Ganz einfach, ihr schreibt vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember unter jedes der Advent-Videos mindestens einen Kommentar und dann habt ihr die größte Wahrscheinlichkeit, eins der Motorräder zu gewinnen oder einen anderen Preis, den wir über diese 24 Tage sozusagen verlosen. Auflösung findet immer auf Instagram statt, eine Woche nachdem wir das Video online gestellt haben. Ausnahme sind die Motorräder, denn die gibt es am Ende der 24 Tage und ich liefere die euch dann sogar nach Hause. Ob ihr in Österreich oder in Deutschland wohnt, ich komme bei euch vorbei und bringe euch das Motorrad. Also worauf wartet ihr? Schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr in der Crossfire XS so geil findet und ich bringe es euch nach Hause. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!